Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen bei Jurassic World Evolution. Muss ich echt gerade überlegen, was wir spielen. So, das ist Klaus. Klaus geht immer noch gesund. Ach, da schleicht hier noch Marco rum. Ach, das hat er sich hier versteckt hier. Das sind ja Tarnsaurier. So, ich habe jetzt nicht mehr so viel gemacht. Hab ja gesagt, letztes Mal, wir gehen jetzt auf die neue Map. Ich habe jetzt nebenbei nochmal ein, zwei Sachen erforscht. Aber auch nichts Großes, ne? Ich habe jetzt hier, hier diese genetischen Sachen einmal abgegradet, die wir nie benutzt haben. Genau. Ups, alla. Dann habe ich nochmal abgegradet, dass die Ranger noch eine Mission mehr machen können. Ja, das mit Treffsicherheit, ich weiß nicht, ist einfach ein Witz. Das braucht kein Mensch, glaube ich. Naja, wir machen es einfach mal mit hier. Haben wir gerade das Geld und ich weiß nicht, ob wir diese Sachen, die wir hier erforschen, ob wir die quasi mit auf die andere Insel nehmen. Das weiß ich, wie gesagt, nicht. Das müssen wir gleich testen. Und ob wir da immer zurückkommen können. Und dann können wir nämlich hier nämlich irgendwie, ja, Kasperle-Theater spielen. Und ich meine, da sind wir hier mit der Map fertig. Ich meine, ich habe keine 3,5 Sterne. Ist mir auch Wurst. Ich habe noch 2 Missionen. Ich verstehe auch nicht. Hier bewahren sie eine Dinosaurier-Bewertung von 3,0. Ja, tut mir leid, dass ich schon drüber bin. Oder gibt es hier noch... Gibt es hier noch was anderes mit Bewertung? Ruf. Nee, ist nur die Inselbewertung, ne? Aufträge. Neu. Vertrauen Sie mir. Ja, keine Ahnung. Ich dachte, vielleicht gibt es hier nicht nur die Inselbewertung, sondern noch ein bisschen was anderes. Wie wir die Dinos halten oder so. Das ist die Inselnavigation. Das ist ja Ausgrabung. Und so weiter. Mission, Finanzen und Ruf. Nee, dann habe ich mich geirrt. Gut, dann kann es das eher, ja, nicht noch egaler sein, quasi. Ich wollte mit euch jetzt auf die nächste Insel gehen. Das ist Isla Muerta. Auf Isla Muerta ist es gefährlicher, eine erfolgreiche Anlage zu betreiben. Obwohl man vom Strand aus immer wieder schöne Sonnenuntergänge beobachten kann, wird die Insel häufig von heftigen Stürmen heimgesucht. Da macht wohl auch mal das Gebäude Sinn, erstens der Bunker und dieser Sturmschutz, den ich zwar hier auch auf der Insel mal gebaut habe, aber da ist ja nie was passiert, ne? Bisher. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ab auf Isla Muerta. So, da haben wir wieder 3 neue Missionen, die wir abschließen können. Aufträge, die kommen wahrscheinlich immer wieder selber. Verfügbares Geld. Ah, wir übernehmen schon mal nicht das Geld von einer anderen Insel, weil da waren wir bei 11 Millionen. Ist natürlich irgendwie blöd. Wir können auf den Inseln spielen, aber haben nur einen bestimmten Topf. Ist ja egal. Können wir den Namen ändern? Nee. Jetzt wäre da der Stift. Genau. Go. So, Schluck Kaffee. Ist wichtig. Ah, du hast das Zauberwort nicht gesagt. In welchem Film war das? Als wären die prähistorischen Kreaturen nicht genug, so gibt es auf dieser nächsten Insel Isla Muerta immer wieder kompliziertes Wetter. Sie wissen schon, Sturm, extreme Bedingungen, sowas in der Art. Von Zeit zu Zeit. Wie Sie sehen können, kann das Wetter hier etwas temperamentvoll sein. Beheben Sie zuerst die Schäden, die der Sturm verursacht hat. Sie sollten ein Ranger-Team verwenden, um den Park wieder betriebsbereit zu machen. Oh, und vergessen Sie nicht, die Schutzräume zu schließen, wenn es die Sicherheit erlaubt. Die Gäste wollen ja nicht ihr hart verdientes Geld für das Herumsitzen in unterirdischen Bunkern ausgeben. Das muss ein heftiger Sturm gewesen sein. Und das schlechte Wetter scheint häufig ein Vorbote für schlechtes Dinosaurierverhalten zu sein.
Wenn Sie glauben, dass alles zusammenhängt, der sogenannte Schmetterlingseffekt, an den ich übrigens glaube, dann kann schon die kleinste Veränderung zu randalierenden Dinosauriern führen. Und es gibt kein Schmetterlingsnetz, das sie aufhalten könnte. So, erstmal reparieren hier. Der hat mir schon zu lange gequakt. Also hier hat Strom gefehlt bei der Ranger-Station. Und ich werde jetzt hier ein Gehege erstmal reparieren. Und ein Sturmschutz wäre auch nicht verkehrt. Und ich überlege gerade, warum hat man hier einen Zaun dazwischen gemacht? Man könnte hier einen Weg durchführen lassen, oder? Zum Strand hin? Gib mir mal einen Zaun. Ich will einfach nur mal gucken. Ach du Berge. Zum Strand kommen wir ja gar nicht. Ach nee, eine Map gibt es auch nicht. Okay, hier könnte man was Hübsches bauen. Ich würde sagen, wir bauen einen Weg durch, ne? Aber hier ist nicht mehr viel Platz. Dann können wir hier ein bisschen Verwaltung bauen. Weil dann kommen die Leute da nicht lang. Wo ist denn es hier? Na ja, gut, dann könnte man hier was bauen. Dann können wir hier Strom. Boah. Aber ich finde es schade, dass man den Strand nicht irgendwie nutzen könnte. Aber hier so ein dickes Hotel hinsetzen wäre geil. Schön mit Strand oder nur Sandkörbe bauen. Haben sie ja nicht. Ach. Da haben sie ja nicht weit genug gedacht. Die, Frontiers. Ich meine, wenn ich jetzt hier sowas wie einen Strand einbaue, dann könnte man ja auch irgendwie... Ja, die Leute wollen sich ja bestimmt am Strand legen. Nicht nur Dinos gucken den ganzen Tag, das können die Kiddies machen. Und die Erwachsenen wollen schön Cocktails schlürfen und am Strand sitzen. Und die Eier schaukeln. So. Haben wir soweit, ne? Nee, gar nicht. Was ist denn noch? Nee, das wird repariert. Was ist das? Alarmschutz ausgelöst. Ach so. Haben schon so einen Bunker. Liebe Gäste, wir möchten uns für alle Unannehmlichkeiten entschuldigen, die während dieser unglücklichen Ereignisse entstanden sind. Da braucht man nicht mehr einen Schutzraum. Ne? Sturm ist vorbei. Wir haben eh keine Gäste. Was haben wir denn für Saurier? Ah, das haben wir schon mal mitgenommen. Das heißt, die müssen wir nicht mehr ganz von vorne halt entwickeln. Das ist schon mal gut. So. Das heißt, wir könnten ja gleich hier... Keine Ahnung. Nee, wir machen es anders. Ich hasse es, wenn die Zäune nicht frei sind. Die kriegen ihre Bäumchen, sehe ich ein. Wenn sie hier schön Bäumchen haben. Kein Problem. Aber nichts am Rand. Irgendwie ein bisschen noch geht noch. Zack, zack, zack. Wollen sie ja bekommen. Alles okay. So, das sind auch die Standardzäune. Na gut, hier kann ich mit leben. Oder eigentlich nicht. Doch, geht noch. Lassen wir mal so. So. Gleich die teuren oder lass mal was zum Ausbrüten hier. Wie wär's denn mit Dracorex? Was hat denn der überhaupt für ein Ansehen? Gab's doch auch irgendwas, ne? Bewertung. 28, 20, 9, 27. Dann Dracorex. Ausbrüten. Und ein Triceratop. Ausbrüten. Und dann geht das Geld schon quasi weg. Da haben wir einen Sturmschutz. Wenn die das schon so erwähnen, glaube ich nicht, dass es lange dauert, dass wir kein... Oh, wir haben ja keine Forschungsstation und keine Fossilientypen. Wo sind die? Ausgrabungstypen. Expedition meine ich doch. Hahaha. Haben wir gar nicht. Können wir hier noch bauen? Das hätten wir. Muss ja nicht hübsch aussehen. So.
Nur hier bauen, hier lassen wir irgendwie Läden oder so. Dann nehmen wir auch die einfache Straße. Dino kann freigelassen werden. Zack. Dann gönne ich mir in der Zeit mal einen Schluck Kaffee. Ja. Jetzt alle. Oh. Jetzt ist es alle. Ja, ich habe mich so auf dich gefreut. Du bist so eine Enttäuschung für mich. Er sieht so toll aus. Ich finde, ach, der Bestand ist sehr niedrig. Er zickt da ja schon, jetzt schon ganz schön rum. Oh, Bestand ist sehr niedrig. Dann bauen wir gleich noch einen. Bock, Brutkasten. Aber damit er nicht gleich rumheult. Ausbrüten. So. Wo bist du denn hin? Ich nenne dich Fake. Du bist ein... Oh. Scheiße. Du bist ein Fake-Fleischfresser. Nein, ich nenne dich noch besser. Nein, ah, fuck. Fake-Rex. Rex hat bestimmt irgendeine Bedeutung. Ich weiß es aber nicht mehr. Ich habe in der Schule nicht so gut aufgepasst. Darum bin ich YouTuber geworden. So. Was zu essen? Natürlich hier, schön. Ah. Und zuschauen. So. Dann lass mal den Triceratop aufhören. Ich weiß, wir hatten schon einen, aber ich finde Triceratop einfach, Kopf einfach so cool, den Namen. Ich hätte eigentlich warten müssen, bis wir so eine Mission kriegen. Lassen Sie 5 Dinosaurier frei oder sowas. Mist. Ja. Hey, Sie haben da einen Triceratops ausgebrütet. Genau, Owen. Jetzt sieht er noch süß aus. Aber nur für eine knappe Woche. Ach, stell dich so an. Triceratops. Mach bestimmt bei Bad Boys Teil 3 mit. So. Wir haben kaum Geld. Bisschen weniger Dinos bauen vielleicht. Expedition losschicken. Auf jeden Fall. So. Ui, das ist ja schon neu. Wir können hier was war. Ankylosaurus? Ankylosaurus? Ich glaube, der ist neu. Und das kann ich auch nicht aussprechen. Machen wir mal. So, dann würde ich sagen, fehlt mir hier den Schutzgedöns. 100.000, Strom 5, warte mal. Wie sieht's denn aus? Unbenutzt, da haben wir noch genau 5. Und dann können wir schon quasi anfangen, oh, das passt sogar. Wenn ich den da hinsetze. Da haben wir was. Und hier haben wir dann die Gehege so ein bisschen mit. Geschützt. Und hier würde ich gerne eine Fressbude hinstellen. Hm, wohin mit dir? Ach, eigentlich ist das aber gut. Dann gibt es ja kein Fressgehege. Na komm, machen wir auch ein bisschen schräg. Gerade ist langweilig. Gerade kann jeder. So. Zack. Hm. Schade, dass es keine kleinen Souvenirläden gibt. So, keine Ahnung, Dino-Luftballons oder so. Dann könnte man nämlich hier so ein, zwei kleine... Ja, Geschäfte sind oft nicht sauber oder einfach, aber immer notwendig. Ja, das machen wir. Also sehen Sie sich diesen Auftrag an. Und den werde ich Klaus nennen. Ich weiß, den gibt's auf einer anderen Insel, aber hier gibt's ja nicht. Zack.
So, Gewinn pro Minute. Ne, wir machen ein bisschen Geld. Das ist doch schon mal was. Ne? Ah, wir haben noch einen Dino, den wir freilassen können. Dracorex. Können wir überspringen. Aber was tut es? Wie nennen wir dich? Ich will dich benennen. Dass man das auch nicht gleich benennen kann. Er sieht so hübsch aus mit diesem Kopf, ne? Das sieht so aus wie so... Könnte so ein Fantasy... Gibt es ein, zwei Flügel, dann könnte das hier bei Gothic mitspielen oder so. So ein Mini-Drache oder so. Dieser Kopf sieht so schön aus. Ich nenne dich jetzt Lisa. So. Wir brauchen hier auch ein paar Weibchen. Apropos, sind sie jetzt so ein bisschen... Bestand und sozial, ein braucht da noch, ne? Ja, Lisa. Machen wir. Besorge ich demnächst. Ja, Fossilien! Anlage nicht gebaut? Hä? What? Ich hab das jetzt nicht gerafft. Ich hab doch hier mein Expeditionszentrum. Ach, die kann ich schicken, aber... Ach so, da gab's noch ein separates Gebäude. Scheiße. Stimmt, das hat das mir gerade gesagt. Dann haben wir keinen Strom mehr. Oh. Strom kostet 500.000, keine Ahnung, Dollar, US-Credits. Dann kriegen wir keinen anderen Saurier und ich kann nichts weiter bauen. Ah. Weiter hinten kriegen wir es denn. Da hinten ist ja eh hässlich. Dann brauchen wir da hinten auch einen Sturmschutz. Oder ich baue ihn einfach hier hin. Sieht zwar hässlich aus, und dann ist es halt so. Da so hin. Könnten wir zur Not den Weg noch ein Stück nach oben machen. Wir müssen ja erstmal, denke ich, ja, Junge, zack, da ist an. Angeschlossen. Sieht zwar jetzt, gefällt mir zwar jetzt. Oh, jetzt habe ich so einen Krüppelweg. Ne, den einfach nach oben. Weil dann könnte man hier noch eine Straße fortführen und diese Fläche hier oben benutzen. Mit Gebäuden, die die Parkbesucher nicht interessiert. Quasi. Da hätten wir auch Platz. Das heißt, wir könnten doch hier so weiterbauen. Brauchen gar nicht durch die Mitte. Aber durch die Mitte muss ich, weil ich will hier ein Hotel haben. Hier kommt ein Hotel hin. Punkt. Später. Wenn wir das Hotelgeld haben. So, jetzt haben wir dann gleich mehr Strom. Und dann können wir das andere Gebäude bauen, was ich gerade gesagt habe. Naja. War das schon wieder Verwaltungsansicht? Nein. Hier war's. Betriebsgebäude. Und zwar Forschungszentrum war es nicht. Fossilienzentrum. ACU haben wir auch gar nicht. Pro Insel kann nur einmal gebaut werden. Okay. Nur Wissenschaftszentrum. Na gut. Ja. Ermöglicht das Erforschen von Technologien. Besorgen. Grundbaustein des Lebens. Genau, das wäre es gewesen. 400.000. Kann das jetzt bauen, ey? Dann haben wir kein Geld mehr. Aber wir müssen die Fossilien loswerden. Es hilft einfach nichts. Wir müssen es machen. So, wir müssen es machen. Ich würde sagen, wir machen da so schön einen Weg hin. Dann oben passt ja nicht mehr so viel. Der so noch ein bisschen mitgeschützt ist. Ja, ich würde sagen, ja. Der ist da noch mitgeschützt. Wenn nicht, ist es nur Forschung. Ist nicht so wichtig. So, Kletsch und dann Kletsch. So. Machen die Saurier.
Ah, wir hatten alle rausgeschmissen. Ah, Triceracop könnte auch noch einen Partner oder eine Partnerin gebrauchen. Und die Kleinen sowieso. Mensch, wie lange bauen die denn? Gib mal Gas. Ich glaube, die bauen jetzt extra langsamer. Ja, wir brauchen Geld. So, Wissenschaftler, hier. Habt da, was habt da, was habt da? Silber. Ah, Silber ist schön. Ah, verkaufen wir mal. Ja, verkaufen, ich bin mir sicher. Wir haben es schon über 85. Siehst ja fast aus wie diese eine Ente, bloß du hast noch einen Kampf vorne. Na, bauen wir mal. Aber von dem brauchen wir noch echt viel. So, dann schicken wir euch quasi wieder los. Unser Park hier braucht Geld. Ich finde, das ist immer noch die beste Einnahmequelle. Ich meine, wir haben schon gut Besucher. Durch die, wahrscheinlich den Triceracop. Alle wollen Triceracop sehen. Haben in dem Film Kong Fury den Triceracop gesehen, der dann den Cop gespielt hat, und jetzt wollen sie halt den mal sehen, den Darsteller. Sonst wüsste ich nicht, wegen den Dracorex würde ich nicht in den Park gehen. Ehrlich, also. Vor allem, was für ein Weg, ne? Steigst da aus, gehst hier erstmal wahrscheinlich eine halbe Stunde, denkst du, hier ist was Tolles, gehst hier dran vorbei, guckst dir das Gebäude an, zur Sturmabwehrstation. Das weiß man ja nicht, ne? Man schätzt ja erst, oh, könnte es was Tolles sein. Man geht da vorne hin, sieht so ein Schild, nicht für Unbefugte betreten. Ja, also wegbleiben. Toll. Dann gehst du weiter, denkst du, hier ist was Tolles, Museum oder so? Nee, toll. Nur für, nicht für Parkbesucher oder so, ne? Also gibt's dann wieder ein Warnsymbol, weil Kraftwerk. Denkst dir, toll. Da bist du schon über eine halbe Stunde da rumgelatscht. Standardst du weiter. Dann siehst du, oh, hier, oh, geil. Ein Bunker, darfst nicht rein. Guckst du hier weiter, gehst du hier hin, auf Beobachtungsgalerie 1, guckst du, siehst nix. Nur Wald und Wasser. Toll, denkst du dir, eine Stunde vergangen. Nix da, nix, du findest nix. Du siehst ein Eichhörnchen, was Fick dich zeigt und dir eine Haselnuss an den Kopf wirft. Dann gehst du da pissig raus, an dem Bunker wieder vorbei, siehst schon wieder ein Sturmabwehrstation, denkst du, wieder toll. Dann siehst du hier schon wieder so ein Entwicklungslabor. Und dann endlich Beobachtungsgalerie 2 siehst du zwei Draco-Rexe und ein Triceracop. Da bist du bestimmt schon anderthalb Stunden gelatscht und bist eigentlich schon, hast du die Schnauze voll und denkst dir, warum habe ich nicht einfach Strandurlaub gebucht? Ach, ich weiß nicht, meine Fantasie geht durch den Kopf. Wir brauchen Geld, verdammt. Was brauchen wir überhaupt noch? Ach du Scheiße, wir brauchen diese Stadt. Ah, wir haben kein Geld. Wir brauchen diese andere Ranger-Station, fällt mir gerade ein, damit wir, falls Dinosaurier ausbrechen sollten, wenn nämlich ein Stürmchen kommt, uns die Zäune kaputt schmeißt, dass wir die quasi wieder betäuben und einsammeln können. Können wir gerade quasi ja nicht. Aber ich denke, jetzt kommen hier wieder Fossilien. Schön. Am besten dreimal oder viermal Silber. Gold nehme ich auch. Vielleicht findet er auch Bitcoins. Buddelt aus, findet so ein Skelett, so, ein halber Dinosaurierkopf. Mit einem Bitcoin, yeah, gib her. Nee, kein Bitcoin. Wir haben, ach, ob ich das extrahiere, wird wahrscheinlich nicht viel rumkommen. Nur 2-3% und 18.000 ist auch nicht so der Hammer. Da war jetzt die Expedition echt ein Minusgeschäft. Oh ja, Dracorex. Nee, wir verkaufen einen Dracorex. Ja, ich bin mir sicher. Und extrahieren das hier. So. Wie sieht's denn aus mit so einer Fressbude? Dass wir das nicht bauen können, weiß ich. 170 Strom haben wir ja. Finde ich bauen, ich will nur gucken. Könnte man das so bauen, dass man da Wege dran vorbeiführen könnte?
Das könnte gehen. Ich weiß nicht, ob die Fressbude sich lohnt. Kostet schon wieder 170.000. Nee, wir brauchen erst den Helikopter. Also erst da die andere Baugeschichte, würde ich sagen. Ranger ACU. Genau, kostet 400.000. Kann man sich leisten. Sportbillig. Kann man nicht die Dinos irgendwie mit Werbung versehen? Ich meine, wenn wir sie schon genetisch verbessern. So Werbefläche auf dem T-Rex. Telekom. Das war schon Werbung, aber. Genau! Oder wenn so ein T-Rex frei rauskommt, dann hat er so ein Gerät bei sich, was einfach Geräusche macht. Und immer, wenn er. Man hört dann. Man sieht ihn nicht. Man hört nur. Du. Ein T-Rex kommt! Lauft! Och, Mann. Ich weiß nicht, was im Kaffee war. So, 50 haben wir noch ungenutzt. Was kostet denn ein... Der war 500.000, ne? Der gute hier. Ah. Ich finde auch das Fleischfresser-Pflanzenfresser-Verhältnis passt nicht so ganz. Aber vielleicht gab es einfach früher mehr Pflanzenfresser, kann ja sein. So, was haben wir denn? Man kann immer noch ein paar Probleme mehr lösen. Ja. Schauen Sie sich den Auftrag an. Das ist kein Problem. Expedition kann ich machen. Oh, ist schon wieder da? Ist schon wieder da? Oh, ich habe sie gar nicht weggeschickt. Scheiße. Ich warte hier und warte und warte. Denk mir, die kommen doch bestimmt gleich wieder. Pustekuchen. Nichts ist. Boah. Und go. Ist jetzt nicht so Helikopter geeignet, die Richtung. Ich finde auch, sie sollten Unfälle einbauen. Ich weiß, das wäre dann nervig vielleicht, aber gerade bei so einer Situation müsste man vielleicht auch bedenken, in der Nähe des Helikopterplatzes keine Stromleitung zu bauen. Weil wenn er nämlich genau diese Richtung einschlägt, könnte er vielleicht mit einer Wahrscheinlichkeit von 5% dagegen fliegen. Und dann hätten wir wieder ein Todesopfer. Weil man könnte es ja auch so einbauen, dass wenn Personal stirbt, es von Dinos gefressen wird oder so, dass der Ruf auch runtergeht. Das würde das noch ein bisschen kniffliger machen. Generell könnte man das Spiel noch ein bisschen kniffliger machen. Aber das sage ich jetzt in großen Tönen und dann kacke ich hier ab und habe kein Geld. Ich sehe schon kommen. Was kann man denn noch bauen? Hier oben ganz viel Platz hat man echt. Ist zwar ein bisschen schmal, alles an der Klippe. Pass auf, die Map ist bestimmt stürmisch und dann kommt die nächste Map. Oh, Erdbebengebiet. Das ist einfach schön. Eigentlich würde sich das komplett anbieten, hier diese Hochbahn einmal hier so komplett runterzubauen. Oder einmal generell komplett vor, so rum. Bei der Aussicht hier auf den Strand. Da, wenn man schon Strand hat und Strandurlauber, könnte man auch sowas einbauen wie, ja, Leute können den Strand nicht nutzen, weil da hinten ein Öltanker kaputt gegangen ist. So viele Möglichkeiten. So. Und immer noch kein Geld. Ich baue jetzt dieses Scheißgebäude. Wir bauen das jetzt. ACU. Packen wir dich hin, ACU. Zu
teuer, zu teuer. Ich höre immer nur zu teuer. Könnt ihr nicht einfach mal sagen, ja, läuft. Pack ihn hier hinten hin, dann kommt da nämlich noch so ein... Der passt da nicht. Terrarbeschränkung. Na gut, dann es ist das letzte Gebäude da hinten. Zack, fertig. Fossilien, was haben wir denn da? Osmium, gibt's das in echt? Hab ich noch nie gehört. Osmium. Welch? 100.000, juhu! Was haben wir hier? Hautabdrücke. Gibt's auch 100.000 für? Na. Was für ein Hautabdruck ist das? Bestimmt ein Sack vom T-Rex. So, ui. Sehr gute Qualität. Coritosaurus? Coritosaurus. Oh, kann man ja aussprechen. Machen wir. Und Edmontosaurus. Kein Strom? Ach, fuck. Ja klar, ich horst. Warum muss ich hier echt einen Generator hinbauen? Ja, packe ich dahinter, da gibt es da Sturmschutz. So. Da nichts. Passt sogar dran. Zack. Dann hatten wir hier noch einen. Genau, dann wollten wir auch. Zack. Dann Expedition 2. Teilweise erschöpft, teilweise erschöpft. Ah, Draco ist jetzt auch nicht so toll. Gibt es in Asien oder Südamerika? Südamerika, ich finde das ein bisschen unfair aufgeteilt. In Amerika gibt es so viel, was man erforschen kann. In Argentinien gibt es nur eine Ausgrabungsstelle. Argentinien, Südamerika. Afrika hat auch nur 5 Stück. Europa hat nur 2. Korrigiere 3. Oh, hier haben wir ein paar dazu gekriegt. Die Lophosaurus. Oh, die Lopho! Velociraptor, geil! Den wollen wir haben! Ich mache hier die ganze Zeit Pflanzenfresser. Geht weg. Ich will meine Velociraptoren haben. Haha. Velociraptorengehege. Yes. Wohl, wenn ich jetzt zurecht überlege, könnte man ja hier so Tore einbauen und sie hier in der Mitte fighten lassen. Aber nee. Ich finde die Durchgangsidee eigentlich gar nicht verkehrt. Genau, also ich würde das jetzt auch sagen, wird es halt jetzt ein etwas kürzeres Video. Ihr merkt ja selber, wir müssen hier erstmal wieder an Geld kommen. Wird jetzt hier erstmal wieder warten, ein bisschen Geld reinscheffeln. Ich glaube, wenn die zweite Expedition zurückkommt, dann haben wir die Mission geschafft, dann kriegen wir schon 100.000. Vielleicht können wir von denen auch wieder ein, zwei Sachen verkaufen. Ich glaube, oh, Entschuldigung, bin ganz gegen das Mikro gekommen. Ich glaube, ich würde erstmal einen Break machen. Und ein, zwei Ausgrabungen zu den Velociraptoren machen. Und dann würde ich euch später wieder zuschalten. Oder generell später wieder ein Video machen. Weil sonst müssen wir jetzt hier... Erzähle ich noch mehr Sachen, die keinen Menschen interessiert. Ich würde sagen, wir machen hier einen Break. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Namen da. Abos, Likes... Lasst mir alles da. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Yeah, 25.000 Euro.
Dollar, scheiße. Ist ja nicht so viel wert. Oh.